Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder bei Two Points Hospital. Ihr seht, irgendwas fehlt hier. Ja, ein Krankenhaus. Es wurde einfach nicht gespeichert. Das Spiel hat sich gedacht, ja komm, das Krankenhaus löschen wir einfach mal. Das Krankenhaus ist so scheiße, was er angefangen hat. Das müssen wir löschen. Also ich habe geguckt, ob man irgendwie die Datei wieder fixen kann. Funktioniert leider nicht. Deshalb müssen wir leider das Krankenhaus neu starten. Finde ich schade, weil ich wollte einfach mal gucken, wie das mit dem einen Arzt, wie wir das hinbekommen. Das war eine coole Herausforderung. Aber es funktioniert leider nicht anders. Deshalb werden wir einfach wohl oder übel neu starten müssen. Das heißt, wir werden natürlich jetzt wieder hier... Whip. Nummer 1. Hier 1. Das heißt, so... So, wir machen diesmal jetzt nicht so, wir können natürlich so eine, wir machen so eine Aufnahme. Guck mal hier. Hä? Warte mal. So wäre es richtig. So. Genau, so ist richtig, das heißt, wir machen so eine Aufnahme. So, den Eingang machen wir hier hin. Und sorgen wir... Ah ja, jetzt funktioniert das hier wieder nicht. Halt, müssen wir eins nach oben verschieben. Wir fangen, glaube ich, mit 3 an, das ist okay. Da machen wir, glaube ich, nichts falsch. Hä? Steck die Blume hier hin. Klar, man kommt nie ran, weil hier eine Blume im Weg ist, oder was? Willst du mich verarschen? Mann! Krieg ich jetzt... Oh. Nein, Mutti, ich möchte bitte... ...die Blume hier haben. Bitte. Weil er kommt, der gute Herr, nie an die Blume ran. An sein PC. Hä, aber. Ah, seht ihr das? Guck mal, wie nah hier. Hä? Muss ich das verstehen? Will ich das verstehen? Ich will das gar nicht verstehen. Wir akzeptieren das einfach mal. Werden natürlich hier eine Spendendose hinmachen. Machen hier vorne eine... So und so. Okay. Warum vorher? Sind die doof? Wieso sollen die da angeblich nicht rankommen? Kriegt die Krätze, ne? Mit den Leuten hier. So. Machen wir es halt so. Ey, das stört mich übel, aber... Hä? Das ist aber derselbe Abstand, hä? Oder bin ich komplett bescheuert? Ja, ich glaube, ich bin... nervt mich, es triggert mich jetzt schon ein bisschen. Warte mal, wenn wir die Blume hier hin machen. Dann den PC... Alt. Das hier hin verschieben und den PC... Hier hin verschieben. Was ist ungültig? Weh, ich lese hier noch was wegen ungültig oder sowas. Krieg ich aber die Krätze. So, Mülleimer, ich überlege gerade, ob wir die Aufnahme wirklich so groß lassen. Die Aufnahme ist dann doch ein bisschen zu groß. Ne? Wenn ich überlege, hier 3 PCs.
Obwohl, wir werden dann wieder die drei PCs hier brauchen, ne? Ach komm, wir lassen jetzt diesmal die Aufnahme so groß. Machen wir hier hinten einen Mülleimer hin. Kaffeemaschine kriegen sie auch. Und die kriegen ein zartes Pflänzlein. Ich würde ja gerne mal was anderes hin machen, aber wir haben leider nicht so viele Punkte, ne? Skelettmodell, gut, das jetzt nicht unbedingt, aber... Also Schokoladenmaschine jetzt auch nicht. Ich dachte so ein Brunnen oder so, aber ich sehe es gerade. Kühlschrank brauchen wir jetzt auch nicht, ne? Ich würde sagen, wir lassen erstmal die Aufnahme. So, die ist natürlich jetzt komplett nackig, ne? Und wir stellen direkt mal hier ein. An. So, jetzt ist die Frage. Ja gut, Weiterbildungstempo, ne? Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber der hat natürlich Kundenbetreuung 2. Komm, nehmen wir den hier rein. Nehmen wir den hier rein. Hat er Kundenbetreuung 2, das ist ja nicht schlecht. So. Ich würde sagen, die Größe reicht. Die Größe reicht erstmal. Und diesmal müssen wir aber als echt mal wegen Geld ein bisschen achten. Nee, dass wir jetzt wieder hier... Sagt er und gibt übelst viel wieder aus. Willst du, hä? Warum, hä? Ah, das, ey, wie, hä? Das ergibt absolut keinen Sinn. Das funktioniert, aber das funktioniert nicht. Aber wieso ich verstehe das nicht, Mutti. Und wieso funktioniert es auf der Seite? Hey, wisst ihr was? Leck mich. Leck mich. Ah, Mann. Wir lassen das Objekt einfach sein. Machen hier eine Waage hin. So. Machen hier einen Mülleimer hin. Machen hier, falls mal jemand Brand hat. Naja, ganz bekannte Krankheit, Brand. Hände desinfizieren im Krankenhaus ganz wichtig. Da machen wir hier einen. Naja, wohl, ich glaube, da reicht schon hier normaler Heizkörper. Da machen wir, glaube ich, einen normalen machen wir hier rein. So, eine Kaffeemaschine. Schaffe ich das noch? Aber den Feuerlöscher können wir ja woanders hinstellen. Warte mal. Wenn wir den Feuerlöscher einfach hier hinstellen. So. Ein zartes Pflänzlein. Wir können ja mal gucken. Vielleicht haben wir hier was Interessantes. Wir können eine Lampe. Ja. Finde ich jetzt nicht so interessant. Skelettmodell wäre halt noch sehr interessant. Elchkopf, ja, wäre auch noch ganz cool. Drachenstatue wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Poster finde ich scheiße, ich will hier keine Poster mehr haben. Sitz, gut, der Tannenbaum wäre noch cool, ne? Der Tannenbaum wäre natürlich auch noch cool. Ich würde sagen, wir sparen. So. Der Patient darf die Uhr nicht sehen. Das heißt, wir machen die Uhr hier hin. Machen hier nochmal einen Stuhl hin, falls der Patient irgendwie Probleme hat mit Kreislauf. Zeigen Treibhausdruck. So. Ne, obwohl, warte mal. Haben wir nicht noch ein anderes Bild? Wir haben doch hier genau ein Berggemälde. So. Das machen wir hier hin. So. Und
pflastern die Seite hier einfach mit Zertifikaten zu. Der Seite ist, sieht man es ja eh nicht so. So, da kann noch ein Zertifikat hin. Ich würde gerne... Moment, ich würde halt gerne... Level 5 schaffen. Das wird aber, glaube ich, doch ein bisschen knapp. Ich gucke mal ganz kurz, wenn man Bronze nimmt. Okay, ändert sich nichts. Achso, warte mal, wir brauchen natürlich noch eine Pflanze. Pflänzlein. Ja, hierhin oder hierhin? Ich würde sagen, hierhin. Obwohl das natürlich auch nicht schlecht aussieht, wenn man... Ah, da haben wir wieder so viele Pflanzen. Nee, okay, lieber nicht. Ah, fuck, ja, stimmt, der Aktenschrank muss natürlich noch hier rein. Passt sogar, siehst du mal. Okay, kopieren. So. Tür geht da, das ist in Ordnung, die Tür können wir da lassen. Wir haben wieder einen für den Megascanner. So, jetzt müssen wir natürlich wegen Geld diesmal ein bisschen aufpassen. Ich würde jetzt einfach mal sagen... Wir bauen nur erst einmal den Megascanner. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal nur den Megascanner. Der natürlich 4x4 wieder braucht. Was ich immer wieder ganz gerne mal vergesse. Jetzt müssen wir überlegen. Wir können natürlich, warte mal. Wenn ich jetzt sage so. Dann hier eine Reihe dran setze. Dann. Jetzt müssen wir überlegen, die Tür können wir hier hin machen. Die Tür machen wir hier hin. Dann können wir nämlich hier daneben die Radiologie hin machen. So. Server. 70.000, 80.000. Okay, wir müssen. Wieso ist der Server eigentlich Forschungsvermögen? Okay. Gibt natürlich Forschungsvermögen. Okay. Klappt das? Ja, ne? Okay, jetzt müssen wir gucken. 100.000 schon wieder. So. Feuerlöscher. Ja, für Hände desinfizieren sollte man. Hier könnten wir dann noch später... Ja, hier machen wir mal einen großen Heizkörper hin. Ich würde sagen, den machen wir... Ja, der passt leider hier nicht rein, ne? Passt der hier? Oh, hier, guck mal, hier passt er rein. So, Kaffeemaschinen. Okay. Machen wir mal hier hin. Ein Stuhl. Machen wir direkt neben die Kaffeemaschine, das ist okay. Den Kranz machen wir hier hin. Und nein, ich meine nicht Guido Kanz, ich meine Kranz. Diesen Witz schon wieder, ich weiß. Uhr können wir über die Mülltonne machen. So. So. Passt der? Der passt doch hier noch. Guck mal, der passt hier rein. Das ist okay. Ich würde aber diesmal sagen, dass wir in das Zimmer jetzt nie unbedingt eine Pflanze, oder? Brauchen wir nicht unbedingt, oder? Gut, man könnte jetzt hier ein Süßigkeiten... Ah, sieht auch doof aus in dem Raum. Süßigkeiten-Spender. So, wir gucken jetzt nochmal, dass wir das Zimmer wieder auf 5 bekommen. Hä? Ach, 4 ist die höchste Stufe, oder was? Oh, hä? Nee. Warte mal.
eigentlich jetzt hier noch einen Server hinstellen würde. Okay, 4 ist die höchste Stufe. So. Warte mal, Moment. Hausmeister. Hausmeister würde ich jetzt erstmal sagen, gut, wir haben jetzt noch einen Ungelernten. Oder nehmen wir hier einen, der auch Geisterjagd kann. Sicher, sicher. Ich würde sagen, wir nehmen einen auch, der Geisterjagd kann. So. Wir brauchen natürlich jetzt auch noch einen Allgemeinmediziner. Das Problem ist, ich würde keinen von denen, ja, wohl. Ah, Forschung, da würde ich einen extra Forscher einstellen wollen, ne? Wann? In 22 Tagen. Wir können das ja eigentlich 22 Tage jetzt erstmal laufen lassen. Okay. Das ist aber wieder schön, jetzt haben wir wieder einen Arzt. Ein Arzt, der sich wieder um alles kümmert. Okay. Für den Betrieb des Megascanners wird ein Arzt benötigt. Haben gerade keinen. So, jetzt kann er zum Megascanner gehen. Ey, komm, wir haben dieselbe Situation wie letztes Mal. Ist ja auch nicht so schlecht. In der Lage, euch personalisierte Werbung direkt auf eure Augen zu schicken. Beim Autofahren eher ungünstig. Aber was sind ein paar Unfälle, wenn ihr dafür von all diesen Produkten erfahrt, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr sie braucht? Ja, der Megascanner bringt uns natürlich enorm viel Geld ein. Und jetzt sind wir schon wieder bei Profit, ne? Okay. 6 Tage, mal gucken. Na komm, gib mir noch einen ordentlichen Arzt, da bin ich doch zufrieden. Mal hier, das machen wir mal weg. Bringt mir auch nichts. Ist geil, wie die hier anstehen, ne? Ich brauche jetzt eigentlich nur einen Arzt. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Der zumindest Allgemeinmedizin 1 hat. Oder vielleicht gar nichts, dann bauen wir halt einfach ein Dings noch. Na komm, bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Nee. Nee, gefällt mir nicht. Also was ich sagen muss, die Krankenpfleger gefallen mir gerade übel. Sieht's bei Hausmeistern aus? Den lassen wir mal. Ja, hier können wir alles wegmachen, das ist okay. Den machen wir auch erstmal weg. Dann machen wir es so. Okay, dann machen wir das jetzt anders. So, die hat noch gar keine Ausbildung. Dann machen wir es anders. Ist aber nicht so schlimm. Dann nehmen wir jetzt einfach eine, die gar nichts hat. So. Arbeitet nur in der Arztpraxis. Und so. Dann machen wir es erstmal so. Das ist okay. So können wir es machen. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal jemanden für die Arztpraxis. Ich würde aber sehr gerne ich will halt hier vorne die Weiterbildung nicht hinmachen.
Ich will, hier vorne würde ich gerne die Grundversorgung hinmachen wollen. Also sprich... ja, halt die Grundversorgung. Ja. Zum Beispiel wie Apotheke könnte man hier hinten hinmachen. Pausezimmer auch? Nee, wirklich. Also Pausezimmer... Das Einzige, was wir machen können, wäre... Ich hatte fast vergessen, wie sehr ich diesen Song hasse. Es ist, wie wenn man sich den Zeh stößt und es wehtut. Aber eine Woche später denkt man, es hat ja gar nicht so weh getan. So, wir gucken erstmal ganz kurz. Und dann stößt man sich den Zeh noch einmal und erinnert sich an den Schmerz. Okay. Den schrecklichen Schmerz. Hoffen wir nur, dass der nächste Song sich nicht nach gestoßener Zeh anhört. Weitere Diagnose benötigt. Okay. Gut. Ich würde sagen, Diagnosebeschluss. Wir sind mit der Diagnose sicher. Wir können Sie bitten zu warten. Ich würde erstmal sagen, Patientin nach Hause schicken. Ich will noch keine Todesfälle haben. Wir müssen jetzt aber erstmal gucken, weil wir brauchen definitiv ein Pausezimmer. Jetzt ist die Frage, ob wir uns für das Pausezimmer einfach schon mal... Warte mal, das ist das ganze Gebiet hier, ne? Natürlich viel. Ich würde aber lieber sowas Kleines nehmen wollen. Guck noch mal ganz kurz, weil das könnte man zum Beispiel, hier könnte man Frakturenstationen und sowas hinmachen. Wäre auch in Ordnung, das Grundstück. Boah, das ist eine... Ich würde aber wirklich sagen, wir nehmen das. Das ist schön zentral. Das heißt, alle Ärzte haben eigentlich den gleichen Weg hierhin. Und dann können wir endlich mal so ein größeres Pausezimmer bauen. Wisst ihr, wie ich das meine? Nee, ne? Ich auch nicht. Hausmeister wird für die Reparatur des Megascanners benötigt. Jetzt schon? Okay. Ging natürlich schnell, leider. Okay, ist aber nicht so schlimm. Können wir machen, ja. Notfallstation haben wir noch nicht. Okay. Wie sieht's aus? Wird noch gebaut. So. Sehr, sehr schön. Gucke mal. Da können wir nämlich hier hinten schön zentral, können wir auch wirklich diesmal größer machen, das Pausezimmer. Das heißt, wir können wirklich mal sagen, okay, wir machen jetzt mal, ja wirklich, ich würde wirklich sagen, das war so groß oder vielleicht noch größer. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Größe. Und wir gucken natürlich jetzt auch, Anna mal, können wir was fürs Pausezimmer vielleicht? Ich gucke nochmal ganz kurz. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Der Ex-Couch hier, die Eck-Couch wäre ja auch nicht schlecht, ne? Man kann hier drin auch falls sie mal anrufen müssen, warum nicht, ne? Das heißt, da wir jetzt erstmal ja nur ein Zimmer haben, müssen wir natürlich das Zimmer auch ein bisschen größer machen. Das heißt, wir machen jetzt hier so Fernseh-Ecke hin.
Sessel. Ja, machen wir hier mit hin, das ist okay. Hier hinten machen wir so eine Trainingsecke. Ich würde sagen, hier hinten machen wir so eine kleine Trainingsecke. Ich glaube, so besser, ne? Genau. So zum Austoben. Das machen wir auch mit hier hin. So. Guck mal, dann geht's ihnen doch gleich viel besser. Ja, eine Couch. Ja, könnte man auch nochmal hier hin machen. Aber das lassen wir mal. Wir geben den aber definitiv sowas hier rein. Obwohl das. Ja, ich weiß nicht. Das könnte man auch einfach hier draußen hinstellen, ne? Ich glaube, wir machen das lieber hier draußen hin. Was wir natürlich hier machen, ist einmal so. So. Und hier kommen wir ruhig mal hier einen Heizkörper hin. So. Und mal hier einen Heizkörper hin. Und ich würde sagen, hier. So. Kaffeemaschine machen wir hier hin. Ich würde sagen, Bücher und sowas hier mit hin. Was bringt der Trophäenschrank? Ja gut, Ausstattungslevel und... Gut, wir haben jetzt aber auch keinen... Dann machen wir es so. Obwohl das halt auch, stillt halt ganz gut den Hunger, ne? Sieht halt total scheiße aus hier im Raum, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht absolut beschissen aus, wenn wir jetzt hier... Fällt mir irgendwie nicht. Also ich würde dann hier, weiß nicht, ich würde mal ganz kurz hier... Ja, könnte man erstmal hier mit hinmachen, so. Was gibt's noch? Was so verringert die Langeweile, okay. Achso, so dass sie selber kochen können, gibt's hier nichts, ne, leider. Ich weiß halt nicht, ob das so viel Sinn macht, die jetzt hier hinzustellen. Ich würde einmal sagen, wir lassen das Zimmer so. Ich finde das so in Ordnung. So können wir mit dem Zimmer erstmal arbeiten. Und wir werden natürlich hier direkt für die Weiterbildung sorgen. Ich würde sagen, hier kommen ja die Zimmer rein, die jetzt ja in großen Anführungszeichen nicht so wichtig sind. Die natürlich sehr wichtig sind, aber für die Patienten nicht wichtig sind. Weiterbildungstempo. Das ist natürlich schön.
So, da können wir ruhig auch ein bisschen übertreiben. Machen wir hier einen Mülleimer hin. Feuerlöscher, obwohl ich immer das Gefühl habe, in solchen Räumen ist so ein Feuerlöscher total sinnlos. Ich mach's trotzdem mal. Heizkörper natürlich. So. Ja, hier hinten könnte man. Na wohl. Kaffeemaschine brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ja, vielleicht für Hände desinfizieren könnte man auch mit hier reinmachen. Das ist okay. Ja, und Pflanzen, ganz ehrlich, in dem Raum hier. Finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir können so lassen. Ein klassisches. Sind wir Allgemeinmediziner da? Wupp. So, und da haben wir bald einen Allgemeinmediziner. Das ist sehr gut. Und ja, ich hoffe, diesmal klappt das mit dem Speichern, wenn ich auf Speichern drücke. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.